Tja, Classic. Classic, Alter. Dann erweitere ich mal ganz kurz. Ein bisschen trashy die Produktion, aber egal. Nee, Schweröl. Man kennt's nicht anders von uns. Schweröl. Trash. Na komm mal her, Junge. So. Mr. Trashpack. Ich kümmere mich ja um meine Roboter, ne? YouTube News mit Mr. Trashpack. Daumen so. Hoch abonnieren, wenn ihr Bock habt. Du Keck. Das war das Intro und jetzt kommt. WhatsApp. WhatsApp. Jetzt kommt WhatsApp. Jetzt kommt WhatsApp. Nicht ihr. Oh. Ich habe letztens gesehen, dass bei WhatsApp gibt es ja jetzt diese Stories, ne, und eigene Channel oder sowas. Diese Broadcast-Dinger, keine Ahnung, wie die noch heißen. Mhm. Okay. Und da gibt es auch einen offiziellen von WhatsApp, wo die so Neuigkeiten oder irgendwelche Updates und so präsentieren. Und die senden da halt auch Sprachnachrichten rein. Und ich fand das ein bisschen weird. Nee, ist nicht cringe, alles gut. Also du hörst dir dann nicht wie ein Podcast oder wie ein Infovideo. Nee, nee, du hörst dir eine Sprachnachricht von WhatsApp an, wo die dir sagen, ja, das und das ist das Neue, ne? Wer erzählt das? Ist das irgend so eine... Wer macht das? Ja, irgendein Mitarbeiter von WhatsApp, keine Ahnung. Oder irgendwie Podcast-Dinger oder sowas. Ich hab einfach das über eine Sprachnachricht gemacht. Und die geht dann halt ein paar Minuten, ne? Ja, warum nicht? Ist wie ein Podcast. Nur WhatsApp sagt, ja, aber wir haben ja keine Podcasts nativ, da machen wir halt Sprachnachrichten. Wir nutzen unsere Funktionen. Das ist... Also irgendwie macht das Sinn auf einer gewissen Ebene, aber ist auch mega weird. Ja, die wollen halt kein anderes Produkt benutzen. Ja. Jetzt hörst du dir so Sprachnachrichten von Freunden an oder so und die kommen nicht zum Punkt und dann hörst du dir jetzt WhatsApp-Nachrichten an. Die kommen nicht zum Punkt. Und die kommen auch nicht zum Punkt. Stell mal vor, Digga. Also, stell mal vor. Stell mir das so Max Zuckerberg vor, also, ja, guys, ja, we have, oh, my day was good, and how's yours? Well. Oh Gott. Würde ich schon feiern. Das wäre schon was, ja. Also, wenn man das so auf ironische Weise macht, ja, aber wenn das so ernsthaft ist, wäre schon richtig dumm. Ach ja. So eine dumme Kacke, ey. So. Batterien werden jetzt ein bisschen mehr produziert. Das finde ich sehr gut. Muss man ja jetzt auch nicht in Massen machen gerade, aber. Habe ich schon Bock drauf. Ne? Oh. Ach Gott. Ach Gottchen. Ach Gott. Ach Gottchen. So, ich mach direkt noch eine vierte. Ja, mein Wenn lieber ich Scholli. So, stell den Kack her. Ist das dann auch kopiert? Setz hin, ich will sehen. Ja, okay. Die Anforderung ist auch kopiert. Nice, okay. Batterien habe ich. Ich wollte das in die Lasertürme reinstecken. Sehr gut. Dann kann ich mal endlich anfangen mit Schmelze bauen. Oh nein, zu gut. Ja, Sönke, ich habe mal Roboport-Verbindungen zu deinem AKW gemacht. Sodass da zumindest auch so Pipes automatisch geplaced werden und dass die verbunden sind und sowas. Zu unserem AKW oder zu meinem AKW? Our AKW. So, willst du das hier beanspruchen oder ist das dein Strom oder was? Sollen wir dafür bezahlen? Müssen wir noch irgendwie Gebühren zahlen oder so? Müssen wir das importieren? Machst du deinen eigenen Start auf oder so? Weiß ich nicht. Also wenn du gesagt hättest mein, dann hätte ich mir bestimmt was überlegt. Ja, da ist er wieder, ne? Eine Kiste Stahl. Für so und so viel Gigawatt. Der beansprucht, der fliegt gleich alleine zu Vulkanus, ne? Und dann beansprucht er den für sich, ich sehe schon. Hä, das ist alles meine Sache. Gleich bin ich weg, ne? Die Station ist aufgebaut. Ja, erst beklaut er unsere Sachen, weißt du? Die wir gemeinschaftlich gebaut haben. Und dann macht er damit einen eigenen Start auf und sagt, ja, jetzt müsst ihr da aber bezahlen für.
Was? Neue Science? Und meine Science. Der Kack müsste jetzt laufen. Mann, diese Kackwürmer da, ey. Oh. Könntet ihr mal ihre Fresse halten? Aber nein, die müssen da immer Säure rausspucken. Unnötig. Richtig unnötig, die Wichser. So, jetzt wollen wir mal hier eine schöne Station bauen. Und zwar... Ich fange jetzt endlich an, Alter. Mensch, Stunde 40 und ich fange jetzt erst an, weil ich am Anfang machen wollte. Ich auch. Ja, ist immer wieder geil. Obwohl, ich habe schon viel vorbereitet. Ich habe Schienen gelegt, ich habe Viecher weggemacht. Was ist jetzt mit dem Raumschiff? Kommt das jetzt? Oder? Ja, das ist schon fertig. Wir können beladen und dann fliegen wir weg. Bin laden. Aber ja, das Problem, wir haben halt keinen Kunststoff und deswegen können wir jetzt auch keine Raketen bauen. Das heißt, keiner kann halt hochfliegen, bis wir hier Dinge zugebaut haben. Ja, also, die mal, dann schließt mal schnell Flüssiggas da an und dann läuft der Lachs. Hier ran? Ja. So, weil ein paar Sachen würde ich halt schon nach oben schicken. Ja, kommt gleich, Sücke. Sücke, chill doch. Sücke, chill jetzt, chill kurz. Chill mal. Nein. Chill doch jetzt. Nein. Station. Jo, unloading. Was ist das denn? Und nee, den brauchen wir nicht. Und der kann dann wieder. Und zack. Der da rein. Aber die können beide da bleiben. Das brauche ich fürs Bild gar nicht. So. Eisenschmelze. Kommt hier hin. Ach, das ist, man kann mit dem Upgrade-Tool nicht Eisenkisten zu Stahlkisten machen. Das ist ja eine vertane Chance. Ja, stimmt. Scheiß Spiel. Lass sofort aufhören. Ja. Macht überhaupt keinen Sinn. Das haben sie gar nicht durchdacht, Mensch. Ja, ist echt so, Mann. Die sind so dumme Entwickler. Die Entwickler, Alter, wirklich. Oh. Ja, Mann. Kann man sich nicht drauf verlassen. So, das muss zu einer Kreuzung, einer größeren. Was für Whoop-Software, Digga. Eher Noob-Software. Genau. Hab's ihm gegeben, oder? Ja, Mann. Ritt nochmal nach. Ja. Die sind am Boden, Digga. Ja, schon das Blueprint draufsetzen. So, dann nehmen wir hier jetzt ein schönes Blueprint, nämlich von hier bis da. Brauch ein. So. Was brauche ich denn für ein Blueprint? Das brauche ich. Ich glaube, eine Viererlinie machen. Ja, scheiß drauf. Haben wir eine Unloading. City. Hier, Waggon. So, ich habe eine Unloading Blueprint mal gebaut und den dann jetzt hier reingestellt. Um das direkt an eine Schiene anzubauen. Mein Gott, was ist denn los? Sind die immer noch hier am Angreifen? Das ist ja so unnötig. Überlebt ja. Der Turm da? Nee. Ah, okay. Ich gehe da kurz hin. Ja, das mach ist ja gleich mit gelber Muni so. Ja, es hilft nur ganz kurz. Ja. Man ist in Anführungszeichen sicher. Ne? Sagen wir mal sicher. Ja. Ja. Sicher ist jetzt ja was anderes. Es ist ja auch gewissermaßen eine Auslegungssache. Ne? Ja, ich mach mal hier. Um das da reinzubekommen, werde ich mal hier die Signale abreißen und dann das ein bisschen drüber legen. Dann kann ich das ein bisschen zusammenfuschen. Damit wird es aber auch ein bisschen enger. Was geil ist. Geil. Oh. Machen wir mal so. Baut schneller. Baut schneller. Ein so ein rein. Hab ich noch alle Sachen? Ja. Ist der das hier? Oder ist der. Kann ja mal das hier kopieren und dann hier rüberlegen. So. Und dann kann ich den da. So. Kabum. Kabum, Kabim, Kabams. Meine Fresse. Eine Kreuzung bauen dauert echt lange. Dort. Über den. So.
Aua. Nicht das Gift einatmen. Nicht so gesund, habe ich gehört. Dann mache ich es mir leicht, dann mache ich mal eben die Signale einfach als Kopie. So. So. Muss ich die aber nochmal. Oh, fuck! Den wollte ich. Da. Das. Ne, was? Großer Fels? Achso, da hinten. Immer, sieht man immer nicht. So, das hier weg. So. So, Strom. Stefan? Ja? Bist du sicher, dass das ausreicht an Platz? Will hier unten für Eisen ablade, also das fertige Eisenplattenprodukt. Ja, eine Station sind 4 Bells nur, ne? 4 Bells? Ja. Was meinst du? Naja, also guck mal bei mir. Das sind 4 Waggons und 4 Bells. Und so viel Platz brauchte ich für einen. Ja, auch wie viel du da oben hinmachen möchtest. Dass du so ein bisschen. Ja. Wenn ich mal das Problemzeug rübersetze, das passt schon nicht da rein. Also dazwischen. Ja, das ist halt hier. Ja. Scheiß Klippen. Ein schönes Blueprint für den Fuel. Da haben wir ihn. Den wollen wir nehmen. Mal schön da rein. So, jetzt setzen wir auch mal dahin und einmal dahin und dann können wir den hier rausnehmen und den auch. Wunderbar. So, damit haben wir Kupferschmelzen-Abladeplätze. Jetzt brauche ich noch ein. Ja, das wollte ich noch machen. Ja, stimmt. Ein Blueprint für die Öfen. Wir haben gesagt, 48 Öfen waren das, ne? Haben wir ausgerechnet mit Synkes geilem Web-Tool. Mhm. Also 48 Öfen. Mit Beacons wollte ich das ja auch schon ein bisschen vorplanen. Wow. Okay. Achso, mit, dass du nicht so krass Stromverbrauch hast, ne? Ja. Okay. Dann wäre es ja nochmal eine andere Zahl, weil das geht ja minus Tempo. Kann ich noch erhöhen. Ich mache jetzt mal 48 und ich baue es aber so, dass ich das nach hinten her noch länger machen kann. Weil wir auch dann irgendwann auf blau upgraden, wird das ja eh nötig. Nee, das wäre dann niedriger. Weil wenn das Tempo runtergeht, weil wir da ja auch noch Qualitätsmodule machen, dann kommt da ja noch eine ganz andere Zahl raus. Kann irgendwer bei Kohle da unten? Wer ist in der Nähe? Na, ich bin da am nächsten dran, ne? Okay, dann gehe ich. Kohle. So, wir brauchen Kohle. Sönke, aber für blaue Bells. Oh, dieser scheiß Sound, ich hasse ihn. Wenn du blaue Bells upgradest, dann brauchst du ja wieder mehr Öfen, weil du viel mehr auf einem Band transportieren kannst. Dementsprechend muss das ja auch erweiterbar sein. So. Ja, das stimmt. Wenn ihr gleich kurz gucken wollt, wie fertig seid, wo Öl rauskommt. Ihr dummen Kackviecher. Ja, ich hab nicht genügend Muni dafür. Scheiße. Oh Gott, die Kotze. Lass mich in Ruhe. Naja, ich hab sie. Aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Hochleistungsrüstung ist das, was wir haben, ja. Boah! Ich will die geilste Rüstung haben. Ich will noch mehr Roboter. Zeit zum Gucken? Ja, gerne doch. Ja, warum geht's? Nur zeigen, dass einmal hier und einmal hier sind die 4 Grunddinger, die ihr bräuchtet.
Ja, zum Anschließen von Sachen. Ja. Und die nach oben gehen, die nach rechts. Ich weiß jetzt nicht, was noch angeschlossen werden soll, aber das sind die vier Hauptkanäle. Schmiermittel musst du da oben anschließen, an den Tank. Wo, welchen oben hast du markiert? Ja, ach, da. Aha. Ich glaube, der ist auch. Nee, der ist nicht so richtig, aber. Küche. Ja. Dann musst du ja auch noch irgendwo eine Aufladestation für die das Schwefelsäure machen. Beziehungsweise, ja, genau, Schwefelsäure. Musst noch eine Aufladestation bauen. Ich habe eine andere Idee. Da hat er das vergessen. Rechts kommt die Schmelze hin. Dann müsste ich das ja auch nochmal ändern. Kommt da Wald auch weg? Flüssiggas angeschlossen. Heavy Oil haben wir da, glaube ich, gar nicht in Benutzung gerade. Mhm. Das ist auch okay. Hier ist so. Ah, stop, I do this. I do this. Hä? Hm? Was? Was ist der Trick? Ich mag das mit den Dingen, dann kannst du immer dazwischen laufen. Gut. Aber hast du gehört, eine Schwefelsäure. Was ist das? Dome. Schwefelsäure. Reduction. Need some water. Oh, Digga, das dauert so lange. Macht schon wieder ein scheiß Roboter. Die mal hast du wirklich verstanden, oder? Nein. Ich habe nur Schwefelsäure verstanden. Ja, genau. Du hast ja die Schwefelsäure-Aufladestation dort den Bahnhof abgerissen. Den musst du auch wieder einbauen. Ich habe keinen Strom mehr, scheiße. Nein, du brauchst noch eine fünfte Station. Fuck. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Wo wird die denn produziert? Ich mach den Wald. Kannst du da oben abgreifen. Wird hier produziert, dort gelagert und dann geht nach links mit den, zu den Batterien und da kannst du das eigentlich mit aufladen. Aber du brauchst da noch eine weitere Station. Die wird benötigt bei der beim Uran, ja. Kurz. Chill. Wo ich? Ja. Für Säure ablade, ja, I see what. Alright. Mhm. Gut. Reicht auch. Ach, ist immer noch nicht dran. Wo ziehe ich ein bisschen Strom? Ah. Nee. Ja, schon mal planen und Blueprints machen. So, das ist hier alles weg, Alter. Das muss ich alles anders designen. So, ich brauche. Ach, scheiße. So, anders machen wir das. So. Dreieck. Mal eben schnell die ganzen Inserter da hinsetzen. Dann ist der Außenposten hier auch sicher, Alter. So. Ist das hier im Bereich? Nicht ganz. Setzen wir das mal richtig rein. So. Tja, Mann. So. Da fordern wir bitte einmal schön richtig geil Munition an. Machen wir mal so 300. Dann zieht ihr das einmal hier rum. Da fehlen noch die Inserter und dann ist das hier auch gesichert. So, Roboter, es ist so jetzt Tag. Könnt ihr mal arbeiten? Dauert ein bisschen. Mach ich mal das Exoskelett raus. Aber Chef, hab Urlaub. Nope. Nein, hast du nicht. Oh.
Hä? Ich sag, wenn du rastest. Wenn du rastest. Da sind keine auf dem Weg. Ach so. Und der pimmelt da oben noch rum. Ah. Ist das der richtige Splitter? Moment. Da fehlen da noch ins. Oder? Nee, ist richtig. Okay. Na gut. Ah, jetzt kommt er. Ah, jetzt ist er hier. Ja, als ob, ey! Ihr Pisser, ich bin gerade. Ich war gerade hier. Also mal ehrlich, ne? Ich bin noch nicht fertig. Könnt ihr noch einen Ticken warten, bevor ihr wieder angreift? Na, ich glaube, das ist nicht so gut für die. Ah, ich bin gerade auf dem Weg, das zu machen, Mensch. Okay, warte mal. Ja, komm, fickt euch! So. Kackpinger, ey. Scheiß Viecher. Erstmal einen wütenden Biss aus dem Salat nehmen. Hat die Roboter so scheiße, Alter. Wie viel Solar habe ich denn? 4, 8, 12, 16, 19. 20 jetzt. Eine Fresse, dauert das lange. Jetzt mal abreißen. So, jetzt kann ich aber wieder weg. Dann muss ich den Strom wieder verlegen. Geht zu Kupfer. Und für Kupfer brauche ich auch noch ein paar Lichtbögenöfen. Die wird doch bestimmt hier irgendwo gebaut haben. Sind die oben gewesen? Oder? Oh, was brauche ich jetzt? Eine 4, 4, 2... Das ist falsch. Da oben sind die. So einen brauche ich. So, ich brauche Lichtbögenöfen. Haben wir auch Beacons schon in der Produktion? Nee, ne? Ich glaube nicht. Doch, haben wir. Ah, nice. Da oben. Oh, jo. Okay, nicer, nicer. Na komm. Warum ladet ihr so langsam? Das behindert hier meinen ganzen Fortschritt, meine ganze Geschwindigkeit. Wir erforschen halt immer noch gerade gar nichts, ne? So, wie ist es mit dem Raumschiff, ne? Ja, es ist. Plastik kommt! Wo ist es? Ha? Wo ist es denn, hä? Wo ist es denn? Was ist los? Ich weiß, warum wir keine Kernenergie produzieren können. Ja, weil rote Circuits fehlen. Mhm. Weil das gar nicht angeschlossen ist. Achso, oder? Ach, da dort ist angeschlossen. Oh, ja. What the fuck? Ah, oh, Tatsache. Keine grüne. Und bei den grünen fehlt Eisen. Was ist mit dem Eisen los? Eisen. Ja, das kommt gleich. Ja, aber warum fehlt denn so viel? Da ist ja nur eine Station, die ein bisschen beladen ist. Und der Zug hat. Der hat keine Erreichbarkeit zu Eisen. Ja, das kommt gleich, das kommt gleich. Ach, weil du es alles abgekapst hast da. Ja, ich musste da was zwischenschalten. Das hat ein bisschen gedauert. Und es war zwischenzeitlich noch mal Nacht. Das war alles ein bisschen doof. Nein. Ich will ein bisschen Sachen machen. So, ist wieder connected. So, Strom muss ich auch noch setzen. Nee, noch fährt er nicht. Ah, ist so, stimmt. Stimmt. Ich renne ohne Exoskelett, damit meine Roboter Strom haben. Verdammte Scheiße. Los, bald euch, ihr scheiß Knechte. Ja, das ist natürlich immer richtig kacke, wenn man irgendwie was abkapst und dann die ganze Basisproduktion einfach flach liegt. Ne? Also, ist jetzt. Komm, mach fertig. Ist jetzt verbunden. Vielleicht sollten wir uns mal verständigen, lieber erstmal das neue zu bauen und dann das alte abzukappen, bevor wir was abkappen und dann nichts mehr zu lassen. Ja? Aber wenn das alte auf dem neuen, also da, wo es hinkommen sollte, ja, kann man das liegt. Das kann man das trotzdem machen. Ne? So. Ach ja, stimmt, ich habe keinen Strom. Oh, fick diese Kacke, ey. Auch wenn ich noch nicht ganz verstehe, wo diese Leitung hinführen soll, aber. Das ist, da wird das Eisen dann beladen.
Ich werde dann rechts produzieren, also schmelzen, und dann kommt das nach links rüber geleitet und dann wird das hier. Oder hier kann ich das Eisenerz holen, keine Ahnung. War in dem kleinen Quadrat? Da wird es beladen, das. Da wird es nicht geschmolzen. Hier, es wird rechts geschmolzen. Ja, ich weiß, aber hast du gesehen, wie eine Anlegungsstation hier für 4 aussieht? Du kriegst in dieses Quadrat eine links, eine rechts hin. Das war's. Dann hast du 2 Stationen, ja, und dann super viel Platz verschwendet. Und du brauchst, ja auch keine 4 Wegekreuzung dafür. Du kannst das Ding, so wie es ist, kannst du das ja einfach daran setzen. Also du machst einfach eine Gerade und dann haust du einfach das daran. Zack, schon hast du eine Abladestation. Da brauchst du nicht noch eine eigene Kreuzung machen und dann 4 Wege nach darüber. Das kann ganz easy sein. Und damit sie da hinkommen, kannst du irgendwo hinten eben so eine Drehung oder halt eine Kreuzung machen, die das roundabout hat. Also es ist ein bisschen hart verkopft, so ein bisschen, ne? Hä? Check hier gerade nicht. Guck mal bei mir. Guck mal hier unten. Also ich habe rechts hast du ein Roundabout oder fast ein. Und links hast du einen. Also die Züge fahren quasi nach links durch und dann fahren sie einfach hier rein und laden da. Damit sind sie außerhalb von der Schiene, aber ich habe halt nicht noch eine extra Kreuzung nur für die gemacht und dann die, weil da fahren ja nur so lang. Also sind das jetzt Erz abladen oder sind das... Das sind Erz abladen. Da fahren alle Erz ab und ich würde dann rechts an der Seite nochmal die Dinger machen und die dann wieder aufladen. Ist hier dann das nicht zu viel Verkehr da? Nee, warum? Also es fahren nur die... die Züge fahren ja eh nur dahin, wenn sie da auch stehen können. Du brauchst also keine Bahnhöfe oder keine Haltestation, weil wir mit dem Limit einstellen können, dass nur ein Zug gleichzeitig dahin fahren darf. Und der auch nur dahin fährt, wenn halt Platz ist. Das heißt, es staut sich hier nicht. Der fährt eh nur dahin, wenn er schon Platz reserviert hat für sich. Und dann fährt er da rein und dann ist er wieder außerhalb des Netzes. Und dann fährt er wieder los. Wenn wir das so kompliziert machen, also so platzaufwendig und so riesig, wie du das da machst, dann werden wir in dem Gebiet, was wir gerade sehen, wenn du komplett rauskreuzt, nicht mal ansatzweise die Produktion abdecken können, die wir gerade haben, weil das viel zu viele Schienen sind. Wie viele fahren zur Eisenschmelze gleichzeitig? 3, maximal 4, je nachdem, wie viele Züge Bahnhöfe du brauchst. Also 4 Züge gleichzeitig. Dafür brauchst du keine 4 Wege und extra Kreuzungen und extra groß alles. Dann mache ich das wieder weg. Oh Gott, dann muss ich das nochmal abkappen. Oh. Fahren die Züge nicht, wenn es blau ist? Der hier stand gerade und hier war alles blau bei mir. Ich will nochmal zeigen, pass mal auf, hier, Schwefel. Wo stand der? Komm nochmal. Achte jetzt mal auf den Zug, der hier bei mir gleich vorbeikommt. Der ist geil. Ja. Also Stefan, ne, ist ja auch kein Ding, so ist ja nicht schlimm. Aber das ist halt so, ne, wenn man noch nie mit City Builder so gebaut hat, dann muss man das eben so ein bisschen abchecken. So. Wir haben ein Problem, der muss hier irgendwie noch wenden. Der wendet erst ganz hin. So, aber jetzt kommt er. Ja, das kriegen wir ja hin. Wir können da nochmal einen Turn machen. Kommt und... Nö, der hat hier gerade eiskalt angehalten, als hier blau war. Vielleicht macht da nochmal einen hin, vielleicht bringt das was. So merkt. Also blau heißt, glaube ich, dass ein Weg noch existiert, der befahrbar ist, aber nicht alle existieren, also alle befahrbar sind. Weil ne, jetzt gerade hast du oben welche auf rot und unten einen auf grün. Nein, das heißt, der ist auch blau. Hier, genau da, wo ich gepinkt habe, hatte ich 2 Waggons stehen. Also einfach nur leere Waggons. Ja. Aber eigentlich der dann hier rot sein, der müsste dann freie Bahn geben. Naja. Hm. Jetzt klappt es. Als irgendwo ein Zug steht, dann weiß er. Müsste ich mir nochmal angucken, wenn das nochmal eintritt. Ne? Wo die stehen und wie das dann aussieht. Dann schrei nochmal und dann gucken wir nochmal genauer drauf. Bei den Stationen musst du noch eine Sache einstellen. Und zwar, wenn du auf die unterste Zughaltestelle für die Schwefelsäure draufklickst, ja. Dann kannst du links noch die Zugbeschränkung aktivieren. Das musst du bei jeder machen, also bei jeder einzelnen Station. Und zwar stellst du dann die Zahl ein, wie viele Züge gleichzeitig an diese Station gehen können. In dem Fall eine. Das muss ich also überall einstellen. Ja. Wieso denn eins? Also es passiert nur ein Zug, oder? Genau, weil da kann ja gleichzeitig nur ein Zug das befahren. Bei der
also man könnte darüber argumentieren, ob man bei den Aqua, du aktuell hast, auch zwei hin können. Also Platz wäre. Da müssen wir halt nochmal hier so ein Signal reinmachen, weißt du? Wenn da so ein Signal wäre, dann kann dahinter noch einer parken. Dann könnte man es auf zwei machen. Aber wenn wir jetzt mehrere Züge haben, die aufladen wollen oder abladen wollen, dann würden jetzt, ich sag mal, wir haben drei Leitöl-Waggons, die von der Aufladestation zu einer Abladestation fahren, okay? Ja. So, wenn du gar keine Beschränkung drin hast, dann würden die sich alle aufreihen bis hier hinten rüber und alle warten, bis dann und da komplett stehen, weil du ja keine Beschränkung eingebaut hast. Also es würden alle drei dahin fahren, wenn die Bedingungen zutreffen. Wenn du aber eine Beschränkung... Nein, also das ist ja wahrscheinlich ein Problem für die Zukunft, wenn man mehr Züge hat. Genau, genau. Gerade macht es keinen Unterschied, weil du nur einen Zug hast. Allerdings kann sich das schnell ändern und dann vergessen wir, dass wir diese Einstellung nicht getätigt haben und dann haben wir einen Stau an der Stelle. Okay, nee, ich checke. Bei zwei Zügen ist klar, dass du da einen setzt, sonst fährt der zweite da hinten auf und dann wird die hintere Ampel rot bei der Gabelung. Hoppa! Scheiße! Du hast abgebaut? Ja, ich... Nein! Fuck! Ich hab den Waggon abgebaut, auszusehen. Scheiße, ich wollte das Signal abbauen hier. So, jetzt. Scheiße. Er hat ja keinen Waggon mehr. Bock. Einfach fisch. Ja, einfach Glück genommen. Ja, das ist halt jetzt das Erste, was wir halt machen müssen, damit das City-Build funktioniert. Dass wir halt in Beschränkung einbauen. Und das Zweite ist dann, dass wir halt sagen, okay, es darf auch nur dann einer hier anfahren, wenn zum Beispiel die Lagertanks so weit leer sind, dass ein voller Zug, der kommt, sich komplett entladen kann hier. Ja, okay, bei City Build eines. Das heißt, die, sagen wir so, wir haben drei für Rohöl, nur als Beispiel. Ja. Nicht Rohöl, sondern sagen wir hier Schmiermittel. Ja. Das heißt, ein Zug fährt dahin mit Prio 1, nicht Prio, sondern hier diese Beschränkung. Ja. Das heißt, die anderen zwei bleiben in der Aufladestation, oder nicht? Genau, die bleiben da, wo sie gerade sind und fahren nicht hierher. Es kann ja auch sein, dass es noch eine zweite Ablade für Schmierschiss gibt. Was für Schmierschiss, Digga. Warum heißt die Station Schmierschiss? Ja, gut. Gut, alles klar. Also, dann haben wir jetzt eine Schmierschissstation. wenn wir noch irgendwo anders eine Abladestation für Schmierschiss haben, ja? Ja. Dann können die sich ja aussuchen, wo sie hinfahren. Und gucken erstmal auf die Priorität und ob da eine Beschränkung, ob die quasi schon blockiert sind. Mhm. Und wenn die halt nicht blockiert sind, dann fahren sie dahin. So, und wenn der hier jetzt schon blockiert ist, dann würden sie, wenn sie fahren wollen, nur zu einer Station hin, die halt noch einen frei hat. Und sobald ein Zug sich entscheidet, ich fahre da jetzt hin, wird dort blockiert. Also es ist nicht so, dass zwei gleichzeitig kommen können und der Erste, der erhält, hat das dann genommen, sondern es wird quasi direkt reserviert, sobald er losfahren möchte. So, jetzt sind wir hier mal, waren wir bei den Beacons, die habe ich mir genommen. Jetzt gehen wir zu den Lichtbogenhöfen. Ach, die Scheißnacht, es ist so ekelhaft. Diese Solardinger, ich habe 4 Batterien in meinem Scheiß-Anzug drin. Ne? Aber ich baue gerade so viel mit Robotern, dass die sofort leer gesaugt ist. Oh, und nachts kann ich fast gar nichts machen, ey. Jo, Alter. Du hast richtig viel da drin. Du hast ja nicht mal ein Exoskelett, also du hast ja noch mehr Produktion als ich auch in meinem Anzug. Ich habe dasselbe Setup, nur mit einem Exoskelett statt Solarpanel. Ja, das habe ich rausgenommen. Krass. Weil es mir einfach alles zu langsam dauert mit Aufladen. Ja, auf jeden Fall. Ich benutze das nur so dediziert ab und zu. Wie geht das? Hallöchen. Kann ich noch einen Turn machen hier, Digga. Ach, scheiße, fick dich. Connecte. So. Wieso ist hier der Strom nicht angeschlossen? Ich hab doch einen. Achso, da ist ein. Ich bin auch so langsam ohne Exoskelett, ey. Ja, soll ich mal versuchen? Nimm mal noch, oder? Ja, 4 HP noch. Boah, ich tipp mal ganz schnell an. Nein, er regeneriert. Ah, 3 HP. 3 ist nah. Nee, bei 3 lasse ich. Na gut. Scheiße.
So. Endlich kann es weitergehen, ey. Also Leute, wir wollen einen Blueprint bauen, indem wir 48 Öfen verbauen. Und diese, ich mache das vielleicht mal lieber so. Also wir wollen 48 Öfen haben. Also wollen wir hier 24 auf jeder Seite machen, richtig? Yes. So, machen wir mal hier. Ungefähr. Also so, 20. 24, so. Also so lange, der Tag. So lange wird ein Ding. Das ist so lang. Und dann soll ja auch so ein Beacon dazwischen. Der kann immer so quer. Machen wir mal. So. Ja, so geht das auch. Das ist wieder verbunden. Sehr schön. Also. Ja, Timon, das ist halt das Ding. Also wenn du Signale baust oder dich mit den so Signalen noch nie beschäftigt hast oder mit den Zugbeschränkungen, das ist eine Welt. Also das macht besonders, wenn du dann viele Züge hast oder mehrere, die irgendwo hin wollen, einen großen Unterschied, wie man das baut. Dass man sich da auch ein bisschen mit auskennt. Solange man immer nur einen Zug hat, der von A nach B fährt, mach einfach Signale, dann passt das schon. Aber sobald man mehrere hat, die zur selben Station wollen, das gibt ein Chaos, wenn man das nicht einbaut. Dann hast du irgendwie bei der einen Abladestation 5 Züge, die dort in Warteschlange sitzen und bei der anderen Ladestation ist keiner. So, das ist schwierig. Und dann stauen die sich vielleicht noch über die Kreuzung und so. Alles Kacke. Alles Hühnerkacke. Ja, da kreuzen die sich jetzt hier. Ach Mann, ey, da will ich nicht auch noch hin. Aber dann könnte ich auch alles bis da unten. Ach Mann, ey. Ich will doch nicht. Ich will hier Schmelzöfen bauen und nicht mit scheiß Beitern beschäftigt sein. Scheiße. Aber so. Wird da auch noch einen hin. Was ist das? Kommt der hier halt hin. So. Brauchen wir das nicht andersrum, sondern so. Ah, die kann man direkt umdrehen. Oh, cool. Das ist auch geil. Du kannst über Remote einfach die Fließbänderrichtung ändern, ohne dass da ein Roboter hinfliegen muss, um das zu ändern. Das ist geil. Voll gut. Auch ohne Roboter? Ja. Also, guck mal hier. Da mache ich es gerade. Warte. Wo ist die Markierung? Klick einfach drauf. Ah, da. Dann bist du da drin. Ja. Cool, oder? Ja, ist cool. Ist gut gemacht. Haben sie gut gemacht, die Entwickler. Da kriegen sie wieder so einen Cent in die Kaffeetasse. Oh nee, das kann. So. Die Richtung. Scheiß Zugsignale, verpisst euch. So. Wir brauchen den scheiß Signale. Ja. Bim, kabums, kabams. So, dann haben wir das. Und dann machen wir bitte den hier. So. Okay. So, jetzt können die Roboter davon alleine bauen, sobald sie irgendwie da hinkommen. Und dann ist das da auch erledigt. Oh. So, jetzt wollen wir mal weitermachen. Also wir haben hier... Müssen wir so bauen, damit... der die auch nimmt. Ja, ich hasse die Nacht. So. Ach, guck mal, passt sogar perfekt. So, dann nehmen wir das hier auch nochmal. Nächtelang, ey. Muss ich mir irgendwas anderes suchen, was ich tue. So, dann kann ich schon das Blueprint raussuchen. Loading. Scheiße, ist das überhaupt die... Ich glaube, das ist die richtige Richtung, aber der hier ist irgendwie falsch. Machen wir mal den so. Okay, und dann... Komm, machen wir mal gleich die richtigen Greifarme hier. So. Tag. Guten Tag. Was ist das denn? Hab nicht gehört, dass du auf K warst.
Deswegen habe ich dich ein bisschen halbtot gefahren. Was? Verzeihst du mir bestimmt, oder? Ja, gefahren, ja, ja. Also nicht so schlimm eigentlich, ne? Haben wir denn auch eine Loading-Station für... Ach, fuck, das funktioniert ja gar nicht. Ach, der Mick, Alter. Für was denn? Eine Loading-Station haben wir nicht, oder? Ja, für was Loading? Für Bahn. Für Bahn? Hier. Für Bahn? Für die Eisenplatten, Digga. Wenn ich das an das Bahnsystem anschließen möchte. Ah, eine Einladestation, ja, right. Eine Loading. Loading eben. Ja, fürs Loading kannst du es ein bisschen simpler machen. Da reicht eigentlich aus, wenn du. Haben wir da nicht auch schon eine. Warte mal, irgendwo haben wir doch schon ein Lade. Kann ich es irgendwo kappen? Oh, es ist Tag, ich kann wieder bauen. Dreckige Scheiße, ey. Hier, so wie du es da hast. Ganz simpel, ganz easy. Okay. Die Classic-Version. Ja. Die ist noch am besten. Altbewährt. Nicht dieser neue Schnickschnack. Oh, Entschuldigung. Die Kinder mit ihren Kassettenrekordern. Entschuldige mich an alle. Das ist ekelhaft. So. Eisen, Erz. Mhm. So. Bin durch mit meinen Flüssiggasen. Ablader. Das hört sich so doof an. Und deinem Schmierschiss, ne? Ja. Ja, nee, die sind gut bedient. Mhm. Rechts, oben rechts hast du. Ja, da kannst du ruhig anzapfen. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich mache. Mhm. Soll ich die Liste angucken und dann irgendwas draus schnacken? Gibt es irgendwas, was ihr. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr jetzt gerade akut bräuchtet oder was irgendwie gemacht werden müsste? Nee, aber nicht. Anfangen alles in der Mitte abzureißen? Bitte? Was? Unser City-Bild. Wobei, wir können das eigentlich stehen lassen. Ja. Und dann woanders expandieren. Zum Beispiel da oder da. Ja. Geil. Ja, ich bin dafür, wir lassen alles genauso stehen. Mhm. Und reißen es erst ab, wenn wir eine wirklich krasse Produktion irgendwo haben und dass sie gar nichts mehr macht. Dann können wir es abreißen, okay? Gut. Jo. Finde ich gut. Dann müsst ihr einmal, Cedric, in unsere Hände spucken. Und dann Hände shake. Handshake. Du könntest noch ein bisschen Quality machen, wenn du willst. Bei den Eisenerzminen und sowas. Und das separieren, dass es schon mal halt, ne, hergestellt wird oder abgelagert wird. Im Grunde das, was ich da ja genau da halt letztes Mal schon ein bisschen. So. Ja. Geklaut hat. Habe ich das nicht irgendwo rumfliegen? Ist das hier? So, Moment, ich bin gerade am Essen. Überlegen. Oh. Bin die ganze Zeit mute, Leute, wieder. Oh mein Gott. Ach, schon wieder? Mann, Alter. Woher sollen wir das denn wissen? ich brauche zwei Freiwillige. Wollen wir auf den Planeten oder was? Ist es soweit? Es ist soweit, wenn wir blaue bekommen. Können auch mehr als, oder können wir alle hin? Das Problem ist, wenn wir alle dorthin gehen, ist die Basis halt nicht bewacht. Und die Basis muss ja weiter hier ausgebaut werden. Natürlich kann jeder dahin, aber es würde halt keinen Sinn machen. Also ich gehe auf jeden Fall mit. Ja. Lass uns fahren, wir gehen alle hin. Nee, ich bleib hier. Ich würde gerne am Eisen weiter. Nein, weiter du kommst bauen. Mit. Wir brauchen einen Aufpasser. Bleib zurück. Ich muss bauen. Will fertig werden, Digga. Gut, dann mache ich eine Kupferschmelze, wird verschoben. Darf ich kurz drauf zurückgreifen? Du wolltest, dass ich jetzt überall. Warte. Gehirnfehler. Genau, ich wollte, dass du. Die rohen Erzminen, die das rauspumpen. Ja. Wie ist denn das? Soll ich komplett bei Zero anfangen? Also mit Zero meine ich. War das ist Kohle? Eisen. Kohle, scheiß drauf, aber hier, zum Beispiel Eisen. Genau, dass die schon Hightech-Erz rausholen. Richtig. Und das filterst du einfach raus, dass das erstmal in der Kiste gelagert wird. Und dann, ja, ich
an das Ende. Oh, wird das krank. Das können wir immer noch irgendwann verarbeiten, aber das ist, ne? Das können wir schon mal einfangen. Danke, wo muss ich denn hinkommen? Muss ich hier hin oder muss ich zu einem anderen Frachter? Das ist doch diese Rakete, ne? Ja. Gut. Oh, Digga, wir haben du gar musst, kein Eisen. Was ist mit dem Eisen los? What the fuck, Alter? Alles gut. Ich hab Zwischenlösung. Du musst dich jetzt einmal von allen deinen Sachen entledigen. Auch von deiner Munition links. Ich muss komplett nackt. Los, zieh dich aus. Warum? Ich darf nichts mitnehmen? Deine Rüstung darfst du mitnehmen. Mit dem Inhalt, was da drin ist. Das ist alles, was ich im Inventar habe, auch Gewicht, ne? Ja. Ja, das ist okay. Das ist krass. Deswegen. Musst halt wirklich alles abladen. Ja, ja. Okay, aber ich mach da auch eine Kiste. So, einmal ausziehen auch, bitte. Und auch Ammo und Waffe? Oder zählt das nicht mit? Alles. Also, Waffe darfst du behalten, alles aber im Inventar, oder wie? Alles, was im Inventar ist und deine Ammo. Aber deine Waffe darfst du behalten und deine Rüstung darfst du behalten, so wie sie ist. Voll nett. So, dann musst du halt auf die Rakete draufgehen und sagen, zum Raumplattform reisen. Und dann sagst du, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, ne? Jinju, ja, irgendwie so. Bevor wir was machen, Sönke. Hab ich ja mal nackisch gemacht. Ich hab nichts im Inventar, ich hab nur meine Rüstung. Und in der Rüstung sind da noch Chips. Du musst deine Anforderungen. Du musst deine Anforderungen im System mal ausmachen. Oh, fuck, du hast recht. Das habe ich auch gehabt eben. Ich muss schon wieder auf Klo. Du darfst deine Rüstung behalten und auch was da drinne ist. Okay, cool. Das ist halt das Positive. Ah, okay, wir müssten dann nochmal Roboter nach oben schießen. Das habe ich vergessen, aber das geht relativ schnell. Und zwar Bauroboter. Weil sonst macht das ja keinen Sinn. Wir sind aber nicht gestrandet dann da, oder? Doch. Seid dann so lange gestrandet, bis ihr dann hier Dingels eine Rakete gebaut habt und euch wieder nach oben schießen könnt. Alter. Ich kann also nicht zurück, oder was? Ja. Aber du kannst noch Sachen hinschicken. Ich kann dir die Sachen alle schicken. Oh mein Gott. Boah, du kannst auch. Der fliegt schon hoch, ohne uns. Ja, ihr braucht ja Bauroboter. Ich hab die Rakete verpasst. Hey. Bin ich wieder mute oder was? Nein. Okay. Ich schick euch 100 okay. Bauroboter, das müsste ja klappen. Ne? Alter. Ja, was bringen denn die Roboter? Ihr habt doch eure Rüstung. Hm. Ja, aber wir haben ja keinen Shit. Ja, aber in den Rüstungen habt ihr doch Robo-Hanger. Also ja, aber die bringen uns doch nichts, wenn wir keine Gebäude oder irgendwas damit dabei haben. Doch, habt ihr doch. Guck doch mal oben in den Inventar rein, was ich da schon alles nach oben geschickt habe. Grundausrüstung. Mhm. Oha. So, das Wichtigste ist der Frachtlandeplatz, weil dieser Frachtlandeplatz, den müsst ihr platzieren und da fliegen dann alle Materialien hin, wenn ihr die vom Weltraum nach zum Boden. Also das ist die erste Aufgabe. Irgendwo einen Platz suchen, wo ihr euch aufbauen wollt. Dort diesen Frachtlandeplatz hinpacken und da werden wir alles dann halt hinschicken. Ihr habt dann schon mal Solarpanels, dass ihr da dementsprechend Strom habt, 150 Stück. Ihr habt Grundmaterial und ich schicke euch noch ganz viel hinterher. Und das ist dann halt die Hauptaufgabe. Und ihr müsst dann uns sagen, was ihr dann braucht, damit wir euch das schicken können. Und wenn es Singleplayer wäre, dann wäre ich da gestrandet und müsste mich töten, damit ich wieder zurückkomme, falls ich irgendwas verkackt habe. Nee, dann würdest du da ja wieder spawnen. Scheiße. Okay. Ja, aber dann kommst du nicht zurück. Gut. Ja, aber du kannst ja mit M, also du hast ja hier deine Bauroboter und so. Ne? Und damit kannst du ja alles placen. Also. Ja, aber wenn du die nicht hättest, wäre das dann Softlock? Genau, richtig, ja. Lol. Deswegen schicke ich euch jetzt einmal 100 Bauroboter hin. Ja, also weil dann ist es auf jeden Fall einfacher und dann könnt ihr euch nach oben schießen. Also, Timon sagt das. Ja? Ich dachte, du wärst fertig. Ich denke auch, dass so wie Timon das sagt, du bist kein Softlock, aber du kannst halt. Du hast halt die Entscheidung, wenn du dann da gestrandet bist, sagen wir mal, dann ist es wieder Neuanfang wie hier.
Also du fängst damit 0 an. Und das ist halt jetzt nur die Sache, mit wie viel Bonus wir starten, dass wir da wieder zurückkommen. Richtig, und da ist auch alles anders. Also jeder Planet, wie ich das so verstanden habe, weiß ich aber nicht, unterscheidet sich halt komplett. Das heißt, die Aufbauweise, die ihr hier gemacht habt, die wird dort nicht so sein. Und ihr müsst das auch erstmal alles herausfinden.